Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem vorliegenden Entwurf sollen die saarländische Landesbauordnung und mehrere andere Rechtsvorschriften geändert werden. Anlass für diese Änderung ist das Urteil des Gerichtshofes des Europäischen Hofgerichtes vom 16.10.2014. Hieraus resultiert ein Anpassungsbedarf an das Bauproduktenrecht. Weiterhin enthält der Gesetzentwurf Änderungen aufgrund der Erfahrungen der Praxis und redaktioneller Anpassungen. Die Vorschriften über Bauprodukte werden an dem Urteil des EuGH vom 16.10.2014 enthaltenen Grundaussagen angepasst. Dabei folgt der Gesetzentwurf der von der Bauministerkonferenz beschlossenen und notifizierten Änderung der Musterbauordnung. Sowohl in der Landesbauordnung als auch europarechtlich gibt es ein sogenanntes Marktbehinderungsverbot nach Artikel 8 Absatz 4. Insofern werden wir mit diesen Änderungen, die vorgesehen sind, diese Vorschriften verändern, umsetzen, was die Europäische Union fordert. Diese Bauwerksanforderungen werden auch gewährleisten, dass das Niveau der Bauwerkssicherheit gehalten werden kann. Da Bauarten nach wie vor ausschließlich in die Kompetenz der Mitgliedstaaten fallen und auch im Hinblick auf harmonisierte Bauprodukte erforderlich sind, wäre die Abgrenzung zwischen den bauproduktunmittelbaren Anforderungen und den Anforderungen bezüglich der Verwendung der Bauprodukte klarer geregelt. Schließlich wird auch eine Ermächtigungsgrundlage dafür geschaffen, welche Regelungen die Behörden zu beachten haben. Aus diesem Grunde bitte ich um Zustimmung zu dem Gesetz in erster Lesung und die Überweisung in den zuständigen Ausschuss.